Ja, wir haben einen wunderbaren Morgen hier in Toulouse. Ich habe mir den ganzen Tag freigenommen für mein Thema, für mein neues Flugzeug, den A350. Eure MSN74 ist ja schon sehr weit fortgeschritten. Wir schauen uns euer Flugzeug an in der Final Assembly Line, aber zusätzlich gehen wir in die Entwicklungsabteilung, schauen uns den Iron Bird an, das Flugzeug MSN0, das heißt also den Vorläufer zum Prototypen, und unser Telemetriezentrum. Ich glaube, das kennst du ja noch nicht. Ich kenne beides noch nicht. Ich war noch nie im Iron Bird und am Telemetriezentrum auch noch nicht. Dann? Super. Los geht's. Wunderbar. Das ist ein Bereich, der normalerweise Top Secret ist. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Wir haben das Flugzeug, bevor wir einen Prototyp gebaut haben, das erste Mal hier in dieser Halle aufgebaut. Die Flügel sind angeklappt, sodass man die Halle nicht so groß bauen muss. Die Dimensionen sind ziemlich ähnlich, ne? Die Dimensionen sind 1:1. Okay. Also das heißt, wir haben auch die Petroleumleitungen in der gleichen Länge und haben auch mit den gleichen Umlenkungen angebracht, wie es am richtigen Flugzeug ist. Wir haben schon 2011 diese Halle in Betrieb genommen. Das war 3 Jahre vor dem Erstflug und wir haben eigentlich beim Erstflug dann alles im Detail bereits gewusst. Hier drüben siehst du den Flügelbereich. Diese roten Teile dienen dazu, um die Aerodynamik zu simulieren. Wir müssen natürlich im Simulator den Widerstand, der in der Luft zu erwarten ist, auch irgendwie darstellen können. Gewaltig, vor allem der Aufwand, ne, den man hier treibt, das ist beeindruckend. Das ist echt beeindruckend. Ja, das ist, wir lernen damit sehr viel und wir ersparen uns auch sehr viele Tests im Flug. Wir fliegen auch komplette Missionen mit Piloten, die dann quasi Linienflüge durchführen auf diesem Simulator und sehen bis ins Detail, wie funktioniert dieses Ruder nach 3-4 Stunden Flug bei einem Langstreckenflug in einer Höhe, die eben hier simuliert wird. Martin, hier ist, sind wir jetzt beim Höhenruder. Elevator. Ja, und da ist die Spindel vom Stabilizer. Auch die haben wir hier eingebaut mit den Aktuatoren. Elektrisch diesmal, ne? Elektrisch. Wenn man bei After Engine Start der Trim fährt, dann dreht die. Genau das. Und fährt den Stabilizer rauf oder runter. Ja. Sehr gut. Cool. Super. Sieht man eigentlich selten. Ist es gefettet? Das ist gefettet, dann ja, Gott sei Dank. Dann haben die das Richtige gemacht, was sie sollen. Ja? Die muss immer schön im Fett laufen. Ja, daran hängt eventuell auch mal das Leben. Ja. Super, danke. Sieht man sehr selten. Martin, wir haben hier das Cockpit vom 350er komplett aufgebaut. Alle Navigationscomputer, alle Steuercomputer, alle Elektronik, die im Flugzeug verbaut ist. Auf dem Reck, kennst du das? Ja, also wie im E&E-Partner, ZEC, Prim, also Flight Control Computer. Das Ganze, was wir hier simulieren, ist eben nicht das Flugzeug, sondern wir simulieren das Umfeld. Wir simulieren die Aerodynamik, wir simulieren den Luftraum, in dem wir uns bewegen. Ansonsten ist das 1:1. Bereits im Jahr 2011 haben wir den hier so stehen gehabt, wie du ihn jetzt siehst. Mhm. Wir konnten also schon 3 Jahre vor dem eigentlichen Erstflug hier Flüge simulieren. Paris nach New York, das war mein erster Flug am 350er im Frühjahr 2011. Ja. Schön. Mit allem, was dazugehört. In-Flight Decompression, Driftdown über dem Atlantik. Okay. Und aber das habt ihr ja nicht hier gespielt. Muss ja noch ein Cockpit sein. Ja, Cockpit brauchen wir auch. Ja. Na, schauen wir mal, was die Kollegen machen da gerade. Oh, das ist eine interessante Cockpit-Tür. Maybe take a look? Yeah, of course. We are testing a new function, which is called Auto Emergency Descent. Wie wir das gesehen haben, da waren sie im Simulator.